Hallo, meine Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Podcast. Dieses Mal kommt die Frage von Noah verwehrt und es ist: Welche der biblischen Todsünden würdest du am ehesten angeklagt werden? Welch ein Schmock! Dieser will behaupten, das Wesen hinter dem Mikro hat sich den Todsünden bezichtigt. Welch ein Tor, will ich sagen. Genug Zeit verschwendet, lasst uns starten. Superbia, Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Übermut. Nein, das bin ich komplett nicht. Denn ich versuche immer alles realistisch zu sehen und logisch. Avaritia, Geiz, Habgier, Habsucht. Nee, ich bin überhaupt nicht geizig, ich gebe immer viel zu viel für andere aus, wenn ich denn was habe, um auszugeben. Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren, Unkeuschheit. Naja, ich habe nicht wirklich große Begehren. Also ich denke mir nämlich so, ja cool, neues Mikro wäre schon geil. Und dann geht das 2-3 Jahre und ich vergesse das immer wieder und denke es immer wieder. Und dann irgendwann kaufe ich es mir halt. Ich würde sagen, ich bin nicht süchtig nach Genuss. Und was sowieso überhaupt nicht klar geht, wäre Unkeuschheit. Im Sinn von Fremdgehen oder so. Irra, Zorn, Jähzorn, Wut, Rachesucht. Jähzornig und rachsüchtig bin ich auch überhaupt nicht. Ich denke mir manchmal schon, gut, da muss man was machen gegen den Typen, aber nicht, weil ich meine Rache will, sondern einfach, dass der Typ mal lernt, dass es auch anders geht. Gulla, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unangemessenheit, Selbstsucht. Muss ich noch weitermachen? Naja, ich liebe mich ja schon selber, aber selbstsüchtig würde ich mich jetzt nicht. Ja, doch ein bisschen vielleicht. Ja, Gefräßigkeit trifft mich ein bisschen. Weil wenn ich mal was esse, dann esse ich mega viel. Aber das Ding ist, dann gibt es wieder die Zeiten, wo ich einfach mega, mega, mega lang nichts esse. Oder einfach mega wenig, weil ich es nicht brauche. Also zum nächsten. Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Nee, überhaupt nicht. Wenn jemand ein geiles Mikrofon hat, dann hat er das. Keine Ahnung. Ich verstehe das Grundprinzip von Eifersucht meistens nicht. Ich denke mal aber schon, boah, das hätte ich auch gern. Aber dann denke ich mir, ich brauche das eigentlich gar nicht. Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Überdruss, Trägheit des Herzens. Uiuiui. Faulheit. Ja, da hast du mich an den Eiern, Junge. Obwohl, das ist auch wieder so was hin- und hergerissenes. Wenn etwas nicht notwendig ist, dann bin ich der faulste Typ ever. Dann mache ich das gar nicht. Aber wenn ich einen Job habe, den ich mag und das auch wirklich machen will, dann zerfetze ich mir meinen Körper dafür. Dazu, Feigheit ist nicht mein Ding. Ich sage immer direkt raus, was abgeht. Und das hat mir schon sehr, sehr viele Probleme gemacht. Ich habe mich auch sehr oft für andere eingesetzt, was dann auch sehr viele Probleme gemacht hat. Und demher, Feigheit wird mich ja nicht treffen. Ignoranz hasse ich sowieso. Und die Trägheit des Herzens. Naja, also, da werde ich mich nie dazu zählen. Mein Herz ist sehr aktiv. Ich liebe alle und alles. Außer und es muss noch was lernen, so dass ich meine Rache haben kann. Von dem her spreche ich mich frei von den meisten. Die Sünde, die mich am meisten treffen würde, wäre Völlerei. Weil ich einfach zu gerne maßlos etwas übertreibe, mich zu sehr selber liebe und auch mega gern viel esse. Ciao und schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn, dann bis morgen. Und wenn dich, hoffentlich auch bis morgen. Gebt mir doch eine Chance, komm schon. Gut, ciao und tschüss.